Ich weiß, das ist kontrovers, aber ich finde, man sollte Piratenflaggen nicht kaufen können. Wenn du bereit bist, für eine Piratenflagge zu bezahlen, hast du keine Piratenflagge verdient. Ich finde, Piratenflaggen sollte man nur finden können. So einer vergrabenen Schatzkiste, die man mit so einer Karte finden muss, die in vier Teile geteilt ist, die auf den Rücken von vier bärigen Seemännern tätowiert ist, die du erst alle im Schwertkampf besiegen musst, an Bord von einem Dreimaster, der gerade in Flammen steht und direkt auf so einen riesigen Wirbelsturm zusteuert. Sollte der einzige Ort sein, wo du Piratenflaggen bekommst. Aber das bin nur ich.